Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ikarus. Ich bin Flex, freut mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, in dieser Folge müssen wir uns ein bisschen auf unser Missionsziel konzentrieren. Deswegen sind wir gerade schon mal unterwegs Richtung Schneebiomgrenze mit unserem Radar auf dem Rücken. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ins Schneebiom müssen. Die Mission war ja auch als Schneebiom-Mission gekennzeichnet. Wir werden jetzt also erstmal an die Biomgrenze gehen, da ein Radar einmal aufstellen und gucken, wie das genau funktioniert. Wir kriegen dann wohl irgendwie einen Radius angezeigt, der sich immer weiter eingrenzt oder so. Kürbis! Kürbis kommt mit! Gucken wir mal. Ich habe uns auf jeden Fall erstmal unser kleines Zelt wieder eingepackt, schon mal hier vorbereitet. Lagerfeuer, Schlafsack, bisschen Material, ein paar Vorräte, Fellrüstung haben wir an, Munition haben wir ordentlich dabei und dann guck mal, was da auf uns wartet. Die restliche Ausrüstung, die wir brauchen, habe ich auch alles soweit vorbereitet. Vielen Dank für die Infos, die von euch dazu reinkamen, ihr Lieben. Ich hätte beinahe die falsche Ausrüstung gebaut mit dem Deep Mining Drill. Den brauchen wir gar nicht. Wir brauchen den Extraktor. Den baut man auch im Fabrikator. Der kostet zum Glück nur 20 Eisen. Und ein bisschen Elektronikteile. Den konnte ich also einfach bauen. Müssen wir aber mit Strom betreiben. Solarmodul habe ich aber auch schon vorbereitet. Wir können aber nicht alles auf einmal tragen. Wir können nur einmal, also entweder Radar oder Extraktor tragen. Wir haben jetzt erstmal den Radar dabei. Finden damit hoffentlich die exotische Materie. Und wenn wir die gefunden haben, dann werde ich offscreen einmal zurücklaufen und den Extraktor holen. Solarmodul und Stromkabel. Bin sehr gespannt, wie das läuft. Bin auch gespannt, ob wir in eine Höhle rein müssen oder ob das vielleicht einfach frei so abzubauen geht. Lassen wir uns überraschen. Erstmal hoch jetzt Richtung Schneebiom. Wie gesagt, vorbereitet sind wir. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, wir stolpern nicht in so viele Eisbären rein. Können ihn einigermaßen gut aus dem Weg gehen. Und dann schauen wir. Auf jeden Fall ist es hier oben nicht weit weg von unserer Landekapsel, der Durchgang hier. Hier sind wir ja runtergekommen in der Nähe, wo es ins Eisbiom rübergeht oder Schneebiom, wie auch immer. Arktisbiom. So, alles klar, Leute, hier geht's rein. Da schlägt schon der erste Wolf. Den lassen wir mal. Hier sind mit Sicherheit Bären unterwegs. Mit Sicherheit. Mit absoluter Sicherheit. Weil wir den ersten Schnee sehen, stellen wir den Radar einmal auf. Erstmal lauschen. Lauschen, lauschen, lauschen. Wir haben ja nicht mal so viel Zeit, deswegen müssen wir jetzt erstmal ein bisschen die Missionen machen. In den nächsten beiden Folgen würde ich sagen, wahrscheinlich in dieser Folge Erze finden oder exotische Materie, in der nächsten Folge wahrscheinlich abbauen und dann noch ein bisschen am Haus weitermachen. Da ist auch schon ein bisschen was passiert, also da hat ja nicht mehr so viel gefehlt. Wir haben jetzt die Glasfront unten fertig und oben die Glasgiebel in den beiden Seiten sind auch fertig. Und das Geländer rundherum an Terrasse und Balkon. Und mehr hat ja nicht mehr gefehlt. Soweit Inneneinrichtung fehlt natürlich noch ein bisschen wieder. Und Beleuchtung habe ich auch jetzt nur im Erdgeschoss schon mal fertig. Mal gucken, dass wir da oben noch einen Kamin schaffen und noch ein bisschen Gemütlichkeit. Das war auf jeden Fall natürlich noch, was wir in unserem Haus haben zum Ende und noch ein paar Fotos mitnehmen. So. Kürbis! Noch mehr Kürbiskraft! Die können wir brauchen. Auf dem Weg ins Eis. Sind wir überhaupt noch auf der richtigen Ecke? Ja, wir sind hier oben. Da wollen wir hin. Weiter Richtung Eisbiomgrenze. Ich glaube, ich habe einen Bär gehört. Karotten nehmen wir auch noch mit. Mehr Vorräte sind nie schlecht. So, alles klar. Ansonsten haben wir wirklich alles dabei. Mal ganz kurz gucken. Schlafsack, Lagerfeuer, Zelt, Kohle. Stein brauchen wir nicht. Weg damit. Radar auf dem Rücken, Pfeile dabei. Wasser, Sauerstoff ist gut. Alles klar, weiter geht's. Okay, da vorne ist der erste Schnee. Und der erste Bär. Gehen erstmal ein Stück weg von dem Bär. Ich weiß ja nicht, ob unser Radar hier auch die Viecher nachher anlockt. Wobei, als wir vom Haus einmal aufgestellt haben, ist ja nichts passiert. Ich stelle es jetzt mal hier hin. Ready to scan. Scanning. Okay, man sieht da einen Fortschritt drauf. Okay, man sieht zwar keine Prozentanzeige, aber es macht doch einen Fortschritt. Kommt irgendwas? Ich habe was gehört. Schleicht sich irgendwas ran? Wo ist überhaupt der Bär?
Es war nur ein Hirsch. Okay. Scanning, läuft hier schon wieder irgendwas. Wieso, wenn ich näher rangehe? Läuft noch. Okay, wir warten das jetzt mal ab hier, ganz in Ruhe. Wir verlocken da nichts an, unser eigener Radar, das ist schon mal super. Scan complete. Oh, Wolf complete. Huch, wie sieht der denn aus? Ein Eiswolf. Autsch. Der hat uns gleich verwundet. Oh, jetzt fällt mir gerade ein, was wir vergessen haben. Verbandmaterial. Ich habe gar kein Verbandmaterial dabei. Das ist ungünstig. Wir sollten uns vielleicht eben mal schnell ein paar Verbände machen. Immer noch keine Knochensichel, aber egal, Fasern. Geh doch erstmal so. Ein Eiswolf? Seit wann gibt's denn die? Der war auf jeden Fall. Hatte der weißes Fell. Schneewolf. Ist ja cool. Wir haben jetzt aber noch nur Eisbären im Eisbiom. Noch nie was anderes als Eisbären. Okay, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Wir haben hier eine. Heißt es, wir müssen in die Richtung? Dann müssen wir ja weiter hier rein. Oder hier rüber doch vielleicht. Ne, wo eigentlich zeigt es mehr in die Richtung. Wir versuchen mal hier reinzulaufen jetzt. Okay, aufnehmen. Ich höre die Bären schon wieder. Weiter geht's. Stellen wir schnell Verbände her. Drei Stück. Und dann können wir doch vielleicht hier von ein paar. Mit den Knochen. Super. Einen gleich benutzen. Reicht. Huch, das sind Berries, die nützen uns nicht viel. Ich will noch ein paar Fasern haben. Oh, oh, oh. Der ist aber doch schon nah dran. So, hol noch schnell ein paar Fasern. Ein paar Berries von mir aus auch noch mit auf dem Weg. Alles klar, rein geht's. Wir haben aber keinen Schneesturm jetzt gleich. Wie spät ist das? 14 Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, hat es da gerade geblitzt? So, Augen und Ohren hier offen jetzt. Eisbärengefahr. Akute Eisbärengefahr. Oh. Erstmal nochmal ein Wolf. Oh. Noch einer. Ja, noch einer. Ist das wieder normale jetzt? Ja. Nee, Weißwolf. Noch einer. Okay, Messer raus. Der ist schon zu nah dran. Ah. Da hinten ist ja noch einer. Seit wann flitzen denn hier so viele Wölfe rum? Weißwolf-Kadaver. Das ist auf jeden Fall nicht die normalen. Gleich drei Stück. Okay, dann haben wir erstmal genug Knochen auf jeden Fall. Können wir noch ein paar Knochenverbände auch noch herstellen. Ein paar von den Nähsets. So, du kommst auch noch mit. Ist ja cool. Wann sind die denn reingekommen? Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass... Da sitzt noch einer. Macht es natürlich noch gefährlicher, wenn jetzt irgendwie dann drei Wölfe und ein Eisbär. Dann haben wir ja, sehen wir ja gar kein Land mehr. Müssen wir extra vorsichtig sein jetzt hier. Oh, ist das wieder atmosphärisch, Leute. Ist das cool. Deswegen haben wir die Mission ja auch genommen. Wir wollten ja auch wieder ins Eis. Da sind wir. Gleich wieder der Sound. Hört sich überall krachen. Ist das ein Schneehase auch? Ist ja cool, seit wann gibt es denn so viele verschiedene Tiere jetzt im Eis? Da rennt noch ein Wolf. Im Eisbiom. Schneehasen und Wölfe. Noch kein Eisbären bis jetzt. Wir laufen nochmal ein Stück weiter. Und irgendwo nach vorne stellen wir den Radar vielleicht nochmal auf und gucken. Flitzt noch ein Schneehase rum.
Okay. Aber keine Eisbären bis jetzt. Da hüpft auch noch ein Wolf wieder. Jede Menge Stöcke fliegen hier auf jeden Fall rum. Nehmen wir auch ein paar mit. Wohl, eigentlich habe ich genug Munition dabei. Aber egal, wir nehmen trotzdem ein paar mit. Zwei Stück gleich? Haben die uns jetzt gesehen oder nicht? Doch. Kommt noch ein dritter. Da hinten kommt er. Im Schnee ist schwer, richtig zu zielen. Man sieht kaum was. Whiteout. Okay, wir nehmen die jetzt aber nicht alle mit hier. Sondern wir gehen lieber mal ein Stück weiter. Ja, hier kommen wir doch sauber runter. Oh, ouch. Ja, so halb sauber. Haben die eine hohe Aggro-Range hier, die Schneewölfe? Was kommt denn da? Ist das auch wieder ein Wolf? Ja. Kommt auch schon wieder genau auf uns zu. Hier ist eine schöne freie Fläche. Ich glaube, wir stellen mal den Radar mal auf. Okay, man sieht kaum was hier. Da ist schon wieder ein Wolf. Oh, da ist eine Höhle. Stellen wir hier auf jeden Fall den Radar mal auf. Ready to scan. Sind das viele? Wir gehen mal auf Abstand. Was kommt denn da? Das ist doch aber kein Wolf. Was kommt denn da noch gelaufen? Vorbei. Was ist das? Ich höre noch was. Guck mich das an. Ganzes Rudel und irgendwas kommt da auch noch gelaufen. Was ist das denn noch? Was kommt denn da? Was? Irgendwas ist ganz nah dran schon. Naja, halb nah dran. Schneeleopard. Wow. Schneeleoparden gibt's auch? Seit wann gibt's denn so viele? Das ist ja wie in der Wüste hier. In der Schneewüste. Seit wann gibt's denn so viele verschiedene Tiere hier? Und überhaupt noch so viele Tiere? Werden die doch vielleicht von unserem Radar angelockt? Das kann auch gefährlich werden, wenn zu viele auf einmal angeflitzt kommen hier. So, zeig mal her, läufst du noch? Scan completed. Aha, wird schmaler. Okay, wir kommen also näher, würde ich dann sagen. Entweder direkt hier. Wir markieren mal da, wo das ist. Ob dann vielleicht ein Höhleneingang ist. Wenn nicht, müssen wir noch um die Ecke rum. Wir gehen erstmal genau da rüber. Gibt es hier vielleicht keine Eisbären? Gibt es hier vielleicht nur Wölfe und Schneeleoparden? Da sitzt schon wieder einer. Da hinten sitzt auch noch einer. Hier sind einfach überall welche. Es ist wie in der Wüste. Nur gefährlicher, würde ich sagen. So, nee, hier sieht es nicht nach Höhleneingang aus. Dann würde ich sagen, wir müssen um die Ecke noch rum. Wie spät ist denn das? 16 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Oder was ist das da unten? Können wir hier nicht eigentlich auch so vielleicht zufällig ein einfaches Materievorkommen finden? Im Schnee? Schneesturm im Anmarsch. Wir haben unser Zelt dabei. Unser kleines, einfaches Zelt. Das reicht auch für einen Schneesturm. Da steht auch Schneeleopard. Oh, reingefallen in die Gletscherspalte. Weg ist er. Okay, ich glaube, wir stellen hier gleich mal irgendwo unser Zelt lieber auf. Vielleicht irgendwo nah an der Felswand. Schneehase. Na, Schneehase? Na, ich würde sagen, hier ist doch gar nicht schlecht. Hier gehen wir hin, hier stellen wir unser Zelt auf.
Oh, vielleicht ist doch nicht so gut. Hier sind überall Wölfe. Was kommt da noch gelaufen? Der Schneeleopard. Lauf mal zurück. Hüpf. Den schon mal weg. Der mischt sich sowieso ein. Wo bleiben die denn jetzt, die da waren? Da läuft auf jeden Fall der Wolf. War nicht auch ein Schneeleopard gerade, waren das beides Wölfe? Wo ist denn der andere jetzt hin? Da hinten sitzt er. Da sitzen gleich zwei. Okay. Schnell Zelt aufbauen. Zelt aufbauen! Jetzt aber. So, Inventar. Aufbauen. So. Nee, Stützpfeiler erstmal. Ja. Da hinten auch. Jep. So, Seitenwände. Erstmal die Seite. Die Seite. So, und wir lassen erstmal nochmal kurz offen. Wir wollen nochmal kurz raus. Aber schon mal Feuer aufstellen. Fleisch anfangen zu grillen. Und erstmal Kürbis durchgrillen. Erstmal den Kürbis. So, das rein. Erstmal Kürbis. Fleisch haben wir ja noch. So, das. Obwohl, da oben kommen gleich die Bauteile ja wieder rein, wenn wir sie aufheben. Das, das, das. Du schon mal hier in die Ecke. Ja, zählt noch nicht als geschützt. Vielleicht lieber nochmal aufheben, bevor er noch Schaden nimmt. Doch, jetzt zählt er als geschützt. Okay. Nee, wir nehmen ihn lieber nochmal auf. Wir legen ihn erst hin, wenn wir das Zelt zumachen. Sicher ist sicher. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Radar aufstellen können. Hier vorne nochmal kurz. Ruhig ein Stück um die Ecke rum. Da kommt schon wieder ein Wolf. Ready for scan. Lassen wir laufen. Wir sind zurück im Zelt. Wie soll liegen? So, ab zurück ins Zelt. Ah, so, frostig, frostig. Machen wir jetzt auch mal die Tür zu hier. So. Ah, so geht's. Ja, ein bisschen, vielleicht, noch nicht hinlegen. Vielleicht ein bisschen kalte Füße, aber du sollst dich noch nicht hinlegen. Du sollst da jetzt hin und drauf gucken und weiß mal einen Spawnpunkt. So, alles klar. Das haben wir, Kürbis ist durch, schmeiß das Fleisch drauf. Karotten, irgendwer kommt. Schneeleopard. Du siehst uns doch gar nicht hier drin. Du weißt gar nicht, dass wir hier sind. Geh weiter. Du hast dir das eingebildet. Jetzt meint er wieder, er sieht was. Er hängt auch irgendwo fest, aber so wie es aussieht. Er steckt hier. Da rennen die nächsten Wölfe da unten. So. Na komm, dann nehmen wir den noch mit. Hoffe, unser Schlafsack geht jetzt gerade nicht kaputt. Das Zelt. Hoffentlich ist er jetzt nicht kaputt. Das Zelt ist offen. Schnell, sammel das ein. Zurück. Nee, noch hat er keinen Schaden genommen. Schnell, Zelt zu. Ah, sehr schön. Okay, ich schmeiße ein bisschen Fleisch hinterher. Wieso geht das jetzt nicht vor? Wieso geht das jetzt aus? Ah, okay. Ein bisschen aufwärmen. Ja, im Schneesturm. Gucken wir mal. Der Scan müsste komplett sein. Oh, ganz schmal. Hier müssen wir hin. Da muss was sein. Können wir gleich im Bogen zurücklaufen, unten raus, so wie es aussieht. Und dann wieder zurück zu unserem Haus, was hier ist. Kommt doch fast aufs selbe. Oh, wir gucken mal. Kommt vielleicht, vielleicht ist es andersrum schneller dann, zurückzulaufen. Für den Extraktor. Bin ich gespannt. Sieht es jetzt so aus, wenn die Materie dann einfach draußen auf freier Fläche ist. Wäre natürlich schön einfach fürs Solarmodul. Um das dann aufzustellen, wenn wir nicht in irgendeine Höhle reinkraxeln müssen. So. Dann legen wir uns mal hin. Ah. Sehr schön. Ja, ein bisschen, gab ein bisschen kalte Füße. Müssen wir einfach kurz ins Feuerchen halten. So.
Steht ja auch, baue ein exotisches Materievorkommen vollständig ab. Ja. Also haben wir schon eins gefunden jetzt da vorne mit dem Scan. Komm, schmeiß mal raus hier den Schnee, schmeiß das raus. Konsumieren wir hiervon was weg. Davon. Das. Karotten auf dem Grill. So. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir packen jetzt aber einen Grill nicht weiter. Wir gehen los. Packen das Zelt ein. Packen auf jeden Fall gleich schon mal den Schlafsack ein. Zack. So. Feuerchen noch. Alles raus. Das raus. Das weg. Und her damit. So, wir haben unser Zelt, wir haben unseren Schlafsack, wir haben unser Feuer, wir haben unsere Kohle. Schlafsack. So, oberste Reihe ist wieder voll mit den Sachen. Bogen, alles klar. Oh, vielleicht hätte ich einen Reservebogen mitnehmen sollen noch. Ich die Haltbarkeit gerade so sehe. Von unserem Recurve-Bogen. Aber unser Mitgebrachter war auch schon fast kaputt. So, komm mal her. Jetzt genau drauf zu. Können ja kaum 2 Schritte gehen hier. Könnte man ja, also wir brauchen sie jetzt nicht mehr, aber hier könnte man ja fast besser leveln als in der Wüste. Habe ich gerade das Gefühl. Oh, der ist ja direkt, da hinten ist ja quasi direkt gerade reingespawnt, während wir den hier erwischt haben. So. Genau drauf zu. Die Frage ist, hätten wir auch den Radar zu Hause lassen können, einfach hierher rennen? Und hätten das mit Sicherheit. Oh, guck mal, wie cool das aussieht. Und hätten das auch einfach so gefunden mit dem Extraktor. Oder taucht das vielleicht nur auf, wenn man vorher scannt? Weil dann hätte man den Radar auch zu Hause lassen können, einfach hier reinrennen ins Schneebiom. Dann hätten wir uns einen, also hätten wir uns den Rückweg sparen können jetzt. So, drücke einsammeln. Ja, es geht ja so nicht. Das war der Schnee. Ich wollte sagen, was sammle ich denn jetzt ein? Zerstören. Alles klar, Leute. Genau hier ist unser Materievorkommen. Ich glaube, wir nehmen aber den Weg zurück, den wir gekommen sind. Ich habe zwar hier unten noch in Eisbären reinschauen. Hier oben war jetzt kein einziger Eisbär auf dem Weg. Nur jede Menge Wölfe. Aber das sollten wir hinkriegen. Alles klar. Ich glaube, wir lassen den Radar sogar hier. Das soll damit schon passieren. Der kann hier stehen bleiben. So. Es reicht ja ein Vorkommen. Wir bauen das ab. Alles klar, Leute. Zurück geht's. Laufen wir ein Stück zusammen zurück. Und gucken vielleicht unterwegs noch in eine Höhle rein. Wenn wir noch eine sehen. Eine haben wir ja schon gesehen. Wenn wir noch eine, dann gucken wir auf jeden Fall mal in eine rein. Und dort versuchen wir jetzt durchzusprinten nach Möglichkeit. Und nicht so viele Wölfe auch zu treffen. Überhaupt nicht so viel irgendwas zu treffen. Möglichst vorbeilaufen. Wobei die hier so eine hohe Aggro-Range habe ich das Gefühl. Die Schneewölfe. Ist das cool, Leute, wie das aussieht, dieses Riesenvorkommen. Da liegen auf jeden Fall die wir erwischt haben, noch rum. Schwer zu übersehen, auf jeden Fall. So ein Materievorkommen. Und sieht ganz anders aus als das, was in der Höhle drin war. Für die Deep Mining Drill. Also noch ganz anders als die Ader, die wir da gesehen haben. Vielleicht finden wir ja davon noch eine hier in der Eishöhle. Erstmal müssen wir natürlich eine Eishöhle dafür finden. So, ein bisschen Ausdauer immer sparen. Das ist auch super. So, vor allem, wenn man so lange nicht da war im Eisbiom. Trotzdem sage ich, Flusslande und Wüste ist ganz klar Favorit. Weil das hier ist ja wirklich richtig, richtig Eis und Arktis. Wenn es noch so eine Art Schneebiom geben würde, wie es so am Übergang aussieht, so ein bisschen milder, mit noch viel Tannenwald, viel Nadelwald, dann hätte es was. So ein bisschen
Winterlandschaft, halt auch schön. Und nicht ganz so harsch wie hier. Zack! Ist hier was los? Hier ist auf jeden Fall jetzt wirklich, hier ist wirklich mehr los als in der Wüste. Oder genauso viel halt. Auf jeden Fall. So, können wir denn irgendwie an dem vielleicht vorbei? Wir in der richtigen Richtung unterwegs? Ja, sind wir. Da geht's weiter. Da gehe ich ja nur in eine Richtung. War hier nicht da? Da war doch die Höhle! Außerdem muss man, sind doch die Schneehöhlen die einzigen, wo man irgendwie jetzt die Pilze finden kann seit irgendeinem der letzten Updates. Die ja vorher immer vermisst wurden. Die gab es ja in dem Rezept, aber im ganzen Spiel gab es keine Pilze zu finden. Die gibt es ja jetzt auch hier. Natürlich ist die Höhle zu. Ah, da ist sie. Nee, sie ist offen. Sehr gut. Ach so. Oh nein, Leute, ich habe unsere Fackel zu Hause vergessen. Das ist schlecht. Oh, was war das denn? Da ein plötzliches Bäuerchen gelassen. Ah, da können wir gar nichts sehen. Ich habe jetzt. Ah, Laterne vergessen. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall da beim nächsten Mal mit. Dass wir vielleicht nochmal in eine Eishöhle reingucken können. Jetzt erstmal schnell zurück den Extraktor holen. So, noch ein Rudel Wölfe. Wir sammeln auf jeden Fall doch noch ein paar von denen mal ein hier. Obwohl wir zu Hause auch noch ganz viel Knochen im Schrank. Wir nehmen trotzdem noch ein paar mit. Weil wir brauchen auf jeden Fall neue Knochenpfeile für den nächsten Weg hierher. Irgendwas kommt auch schon wieder angeflitzt. Da oben. Und dort hängt auch noch einer fest. Der findet den Weg aber gerade nicht. Nee, kommst du auch nochmal mit hier? Oh, doch, jetzt kommt, glaube ich, irgendwas. Angehüpft. Nee, noch nicht. Alles klar, weiter geht's. Erstmal doch lieber weiter. Da oben rennt noch einer. Ist hier viel los? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mit zwei, drei Eisbären auf dem Weg gerechnet, die wir eventuell aus dem Weg schleichen können. Im schlimmsten Fall vielleicht einen, den wir bekämpfen müssen. Dessen hordenweise Wölfe hier. Und Schneeleoparden. Und ein paar Schneehasen. Unglaublich. Na, sieht er uns? Ich hoffe mal nicht. Weiter, weiter, weiter. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich raus. Aus der Todeszone der Eiswölfe. Wenn da zu viele auf einmal auf jeden Fall ankommen, wird es richtig, richtig gefährlich. So schnell kann man gar nicht schießen und mit dem Messer auch nicht kämpfen, wie die einen dann wahrscheinlich auffressen. Da reicht ja unsere ganze Lebensenergie nicht, die wir haben. Trotz der ganzen Buffs, die wir von dem Futter haben. Unserem guten Essen. So, raus hier. Oh, alles klar, Leute, wir sind wieder hier. Hopp. Und der nächste Eis von uns gehört. Na? Den sind wir, glaube ich, noch weggelaufen. Noch ein Stück weiter. Und ich würde sagen. Ich dachte kurz einen Moment, dass einer von denen, ganz kurz einen Moment dachte ich, da steht ein Bär. Oh. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Die ist dann zwar etwas kürzer als üblich, aber jetzt ist noch einmal zurücklaufen, wirklich bis zum Haus und dann wieder mit dem Extraktor zurücklaufen bis da hoch. Das mache ich dann offscreen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Extraktor, Solarmodul und Stromkabel am Materievorkommen. Weil es kann ja sein, dass es eine ganze Weile dauert, das abzubauen. Vielleicht nehmen wir uns sogar ein etwas stabileres Häuschen noch mit. Mit zwei Fundamenten irgendwie und so, weil wer weiß, wie lange es dauert. Ne, wir müssen das ja mit Strom betreiben. Es dauert bestimmt eine ganze Weile, das abzubauen. Und wir müssen gucken, wir haben ja nur so lange Strom, wie wir darauf wirklich, wie die Sonne scheint. Wenn ein Unwetter aufkommt und so, dann haben wir ja schon wieder keinen Strom mehr. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ihr Lieben. Das sehen wir dann aber alles in der nächsten Folge. Ich hoffe sehr, dass es nicht so schlimm ist, aber jetzt, wie gesagt, das Gelaufe hin und her, das
kann ich jetzt auch offscreen machen, bis nach Hause laufen und in der nächsten Folge wieder zurück, dass wir erstmal abbauen und dann noch ein bisschen Zeit haben, uns um unser Häuschen zu kümmern. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall oben noch ein bisschen was machen, Kamin soll wie es noch rein, ein bisschen Beleuchtung und so. Und dann schauen wir, dass wir da noch ein bisschen was machen. Ihr Lieben, ja, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich nämlich am allermeisten freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.